Der in Ungnade gefallene Nabil Bentaleb darf nicht auf eine zeitnahe Begnadigung beim FC Schalke 04 hoffen. Bentaleb war beim 0:1 vor der Länderspielpause gegen RB Leipzig trotz klarer Ansage seitens des Vereins nicht im Stadion gewesen. Sein Fehlen erklärte der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler anschließend mit der Geburt seiner Zwillinge. Er habe vergessen, Trainer Huub Stevens per SMS darüber zu informieren. Der Niederländer suspendierte den Mittelfeldspieler daraufhin. Die nachgeschobene Entschuldigung Bentalebs kann den Interimscoach nicht umstimmen. Ich habe ihm gratuliert, aber der Stand ist der gleiche, sagte Stevens gegenüber Bild, heißt Bentaleb kommt auch weiterhin nur in der Schalke U23 zum Einsatz. Aktuell laboriert der Algerier allerdings ohnehin an Schambein- und Leistenproblemen. Ob er überhaupt noch einmal für Schalke aufläuft, steht damit weiter in den Sternen. Punkt. Schon seit Monaten gilt Bentaleb aufgrund seiner schwankenden Leistungen als Verkaufskandidat beim abgestürzten Wiesemeister.